Willkommen zurück zu Baldur's Gate 3. Wir haben hier schön unsere Belohnung abgeholt, dafür, dass wir die Dürger besiegt haben. Jetzt können wir ihm auch noch die gute Kunde verbreiten, überbringen, verbringen. It is time. We take death to the Dürger. Haben wir gemacht schon. I must see it for myself. Lead me to the rot. I wish to see it fester. Okay. Kommst halt mit. Dann kommst halt mit. Ich will aber trotzdem ganz gern erst nach dem Balin suchen. Das mir ein bisschen helfen, ruhig. Gebiet sieht super cool aus hier. Oh, das ist das tiefe Loch. Ist uns auch noch nicht viel drüber, oder? Geil, der Umhang aussieht, den ich jetzt habe. Voll gut. Oh, noch so eine Susurblüte. Die kann ich ans Lager schicken. Aber die sind schon was Besonderes. Oh, lief da gerade was lang? Ein Hakenschrecken. Mal schauen, was der souveräne Glutz so kann. Da hinten rumhängen kann er anscheinend. Was kann der Mehrfachangriff? 12 bis 52 Schaden. Bebende Sporen. Dauerhaft. Setze Sporen bei einer Leiche frei, um diese als Sporendiener dein Kommando zu bringen. Wenig erreichbar. Der hängt hier irgendwo fest. Als. Sieht ein bisschen behäbig aus, aber ich glaube, der hat es ordentlich drauf. So, wie viel HP hat denn der? 75. Ist aber alleine. Abgefahren aus. Schaden. Das war jetzt mal nicht so überragend. The hammer's gonna fall. Rücksichtsloser Angriff. Und nochmal. Und nochmal. Obwohl, nochmal kann man gar nicht. Hatte ich nicht überlegt, mir hier irgendwas zu nehmen, was auf. Na. So, wo ist Laser? Der hat die schnellen Stiefel an, ne? Ha! Das letzte noch überlebt. What's the plan? Habe ich noch einen offensiven Zauber? Zielpunktliche Reichweite, witzig. Die Waffe kostet auch was für einen Zauberplatz, einen Level 2 Zauberplatz.
have a lot on my mind. And, well, in it. Wir haben jetzt auch schon ein paar Mal gehört. Hier geht's auch dahin. Kommen wir gleich nochmal. Wir suchen mal eben nach dem. Geht's hier irgendwie runter? Ah, da. Wollen nach dem Balen suchen. Schon mal alles in Luft jagen hier. Was ist da denn für ein Inferno jetzt? Okay. Also nicht da drinnen standen. Das aussieht. Wie bist du denn an Dark Souls 1? Oh. Oh. Ob der irgendwie da sozusagen noch am Leben war, betäubt und man hätte ihn retten können? Oh. Spirituelle Waffe war vorhin. Also hier steht zumindest nichts von ihm. Aber. Ich habe die Sorge, dass der vielleicht noch zu retten gewesen wäre. Und ich den jetzt ein bisschen auf dem Gewissen mit habe. Bitte. Das ist mir ein bisschen unangenehm. Da habe ich nicht so über nachgedacht. Oder nicht so beobachtet, ehrlich gesagt, die Stelle. Kerze. Nehmen wir ein paar mit. Kann man vielleicht mal gebrauchen. Wie alles, was ich so mitnehme, was ich vielleicht irgendwann mal gebrauchen kann. Ja, schnell weg von diesem Ort des Unglücks, nennen wir es mal. All's well that ends. Not as bad as it could have. Oh, da ist noch einer. Wir warten auf die anderen hier. Also wenn wir schon zusammen da reinlaufen. Als Party ist es nicht so schwer. Haken. Am Wegpunkt entdeckt. Ja, praktisch. Nach oben gucken kann man halt nicht. Das wäre manchmal ganz praktisch. Ist das eigentlich nur Nahkämpfer? Looking ahead.
Victory awaits. Victory awaits. Got to concentrate. Heading there. Siebzig Prozent sogar. Time to strike. Taking position. Gods, it's hot in here. Wie viel Bewegungsreichweite die jetzt hat. Wahnsinn. Count on me. Kampfrauschladungen. Ich glaube, wir warten einfach auf den hier unten. Außer der normalen Reichweite. Jetzt immer noch. I will ascend. What's this? Still on my feet. Ready. Oh, da ist einfach da runter. Dann habe ich nicht gerechnet. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Dass er da runter gehüpft kommt. So, dann zeig, was du kannst. Mehrfachangriff 12 bis 52. Klingt doch ganz vernünftig. Ziel muss liegend sein. Sehr interessant. Ich kann es nur auf liegende Ziele machen. Das ist ein spezieller Angriff. Ah. Verrückt. Ich glaube, mir ein Pilz hinzu. Dann versuche ich ihn doch mal umzuschmeißen. Ist eh nicht so verkehrt. Nachdem mir schon ganz schön wehgetan hat. I am death. Müsste man so noch Boni geben, wenn man den so umzingelt, finde ich. So, dann zeig mal, was du gegen liegende Gegner kannst. Holy shit, Bruder. Okay, der weiß, wie es geht. What's next? Schrecken unterwegs. Und sie sind ganz schön mobil. Wie man gesehen hat. Aufheben und ans Lager schicken. Das müsste es gleich gehen. Dass man Waren ans Lager schickt. Kann ich auch hier hochgehen oder konnte nur der Schrecken da oben sitzen? Oh, hier kann man noch hoch und runter klettern. Der auch einfach hier hochhüpfen kann. Da ist er. Okay. Keine Ahnung, soll ich jetzt erstes dran sein? Erstmal ich hier. Ich hoffe, der schmeißt mich jetzt hier nicht runter. Das ist ja nicht unangenehm. Stellen wir uns mal schön alle oben auf. Und schießen ihn kaputt. Bewegungsrate können wir verringern. Das könnte ganz hilfreich sein.
leider ein Fehlschlag. Den Schild des Glaubens. Mein Kara nicht vorbei. Lahmgelegt, sehr schön. I will ascend. Springen. 3 TP liegend. Zielpunkt nicht erreichbar, schade. Jetzt soll ich nicht wieder runterfahren und sich die Beine brechen. Aus kann er nicht runtergehen, oder wie? Wo ist er da jetzt gelandet, dass er nicht gehen kann? Irgendwo hingesprungen, wo er jetzt nicht weggehen kann. Ach, na super, die nächste Runde warten. Und dann da runterhüpfen. Echos im Dunkeln. Verstärkung rufen, oh. He's calling for backup. Might even the odds. Ich will aber gar keinen gerechten Kampf. So, Pilzi, fangen wir mit dir mal an. Kommen wir denn überhaupt zu was hier anderen? Bye forever, pal. Kalach hat wieder die Movement Speed von sonst wo. Aber fangen wir erstmal mit Mira an, die will eh hier oben bleiben. Sehr schön. So, Lazel. Wenn die hüpft, bricht sich doch hier alle Knochen. Minus 15 TP, ja. Das wollen wir nicht. Weit runter kommt sie. Dann schießen wir es noch von hier oben. Can't afford to let up. On my word. Hier ist ein Schaden. Leichte Armbrust ist echt gut. Hat eigentlich zweimal schon mit Laserangriff. Nee, auch 2 Schüsse. Das ist sehr gut, bevor er zu viel Verstärkung rufen kann. Can't give up now. Traps, please. Jetzt kurz mal schauen. Da, das ist so in der Mitte. Gehen wir nochmal hoch. Alles schön erkunden hier. Mal bloß das Vieh looten. Da liegt eine Schweinelende, warum auch immer. Okay, noch mehr Hakenschrecken. Und Philro, der Vergessene. Was macht der denn da?
geht's zum Baum. Kann da rüberhüpfen auch vielleicht. So Baumrinde. Augenblick. Untersuchen. Ein Stück zähe Borke vom Süßerbaum. Wenn man es festhält, kribbeln die Finger dumpf. I've never seen a tree like that. The bark must be a rarity. Spuren des Glücks. Temporäre Trefferpunkte. Woher kommen die Spuren des Glücks denn? Von dort, von dem König? Oh, der ist auch rot. Ein laufergebener Drow. Stufe 5 auch. Wir schleichen hier mal. Ich muss das hier mal aufheben und wegbringen, sonst kann ich von hier aus nicht casten. Ist er nicht im Fighter, was? Can't afford to stay idle. Ah, sehr praktisch. Don't burn yourself. Auch dem Kampf beigetreten. Den Zeitangriff. Ich kann auch zweimal angreifen eigentlich. Das ist doch ihre Besonderheit. Can't afford any mistakes. Vor allem Fight. Hakenschrecken. So, mit ihr. Stopp mal, Mira ist dran. Was machen wir mit Mira? Irgendwas richtig Interessantes gibt es nicht. Habe ich keinen. Nur einen Heilzauber auf dem. Auf der Bonusaktion und meine badische Inspiration. Und ein Knaufschlag. Auch noch unten. Das ist wieder ganz verwinkelt hier im Unterreich alles. Mein Zug. Got to keep fighting. Time to strike. Oh, ich würde sagen, wir haben da noch einen. Wir haben da noch einen Schuss. Und noch einen Lebenspunkt. Ernsthaft. Need to act fast. Das ist zu langer Rast. Nach ihm dran.
Let's cook with fire, baby. Kritischer Fehlschlag, na dann. Handy. Swift and lethal. Hinspringen vernünftig. My love! My joy! Jetzt, wenn er so rumheult, habe ich ein schlechtes Gewissen fast. Ah, weird. Na egal. Kommen wir nicht da vernünftig hin? Dahin? Oh. Hey, wo ist eigentlich Pilzi? Pilzi! Ernsthaft? Du gehörst auch mit zum Team. Hä, warum macht er jetzt nichts mehr? Das passen sie nicht mehr in seinen Kampf. Ja, gut. These boots have seen everything. Immerhin. Werfen die mal nur um. Das ist die letzte Folge, die ich heute aufnehme. Ich bin schon ein bisschen müde. Man merkt das auch. Ich sage gar nicht mehr viel. Ich spiele gemütlich vor mich hin hier. Aber habe ich ja viel zu erzählen. Fuck yes. Die ist so gut, ey. Nicht draufgehaut. Sengendes Niederstrecken. Das ist voll gut. Auch. Schon ein bisschen hart. Hero der Vergessene. Eiskristall. So. Ich habe das Gefühl, man kann sich mit manchen Sachen irgendwie eine Waffe zusammenbauen. Gekritzelte Notizen lesen. Verstreute Notizen in chaotischer Schrift. Beschützer, Wächter der Adamantschmiede. Aus Magma entstanden, durch Magma zerstört. Heißhammer, Heißhammer. Wo?
Darunter ist eine kleine Karte angezeichnet, auf der mehrere X-Markierungen zu sehen sind. Folgende Worte sind darunter gekritzelt. Duan weiß Bescheid. Die haben doch schon gehört. Nachforschung viel. Haben sie alle nicht geschnallt, oder was? Also was? Kritisch versagt. Mit dem Dorn war doch schon. Das war doch. Wir erinnern beim Beobachter davon gesprochen haben. Das weiß doch sogar ich noch. Jetzt habe ich schon aufgehoben. Die wollte ich liegen lassen. Zerfledderte Schriftrolle. Lesen. Skaxen, Xen, Svelk, Magma, 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 Magma. Okay. Tja. Gut, dass die orange war. Wir hatten hier frischen Fisch her. Oder er ist eben nicht frisch. On my way. Halb gefressen genommen. Ja, vielleicht brauche ich doch kein schlechtes Gewissen mit ihm haben. Tierkadaver. Hier können wir runterklettern. Hier kann man lang gehen. Den alten Siegelkreis hier habe ich ja schon gefunden, oder? Okay, hier ist ein bisschen alternativer Weg. Waffe hier. Stopp. Gegen Pflanzen, Insekten und kleine Gruppen. At least things have stayed interesting. Should mind my step. Ja. Ein bisschen drauf achten, wo man hintritt. Das ist, glaube ich, hier nicht verkehrt, ganz allgemein. Wie schön das hier aber ist. Grabstein. The rock under your feet juts upwards, forming a perfectly engraved tombstone with a small epitaph. In memory of Myrna, a shining light in this dark world, may you forever gaze upon the lake you love to play in. Oh. Ein Straßherb. Kokosse neben den Grabstein legen. The wind softly rustles the flower petals. Somehow, the grave feels whole again. Man so weit in die Ferne blicken kann. Und es auch so schön aussieht hier im Unterreich, im Underdark. Jetzt gucken wir, ob hier irgendwas Interessantes noch. Shouldn't have wished to live in more interesting times. Jetzt bin ich einmal im Kreis gegangen. Sagen, was denn jetzt mit Glut? Komm mal mit, wir müssen das, wir das ja gerne selber sehen.
The tumor is excised. The Dwega are dead. Here, I break ground. From the dark will a mighty circle rise. My song will fill the grotto. Death doer. The grotto may sustain but one sovereign. In the age of glut, there may be no spore. Eliminate the other sovereign. Was ist denn jetzt los? Ihr stellt euch gegen Spore, der euch Unterschlupf gewährt hat? A fate it has earned. My circle long suffered while the Dwega flourished. I sang to Spore for help, yet it cowered in the grotto and let my people be slaughtered. Choose, smooth mind. Help me grow a mighty circle and reap the reward. Or protect the precious poltroon as it waits for the circle of glut to devour it whole. So ein Arsch. Nee, das lasse ich nicht zu. Das finde ich nicht gut. You shall never again know home. Sir, der dreht jetzt plötzlich völlig durch hier. Der ist drauf. Wir fangen. Fangen mit Mira an. Versuchen ihn mal. Nee, wer kann ihn noch benommen machen? Lazel selber, glaube ich. Benommen ist immer, dass er. Geschicklichkeitsbonus auf Rüstungsklasse verliert. Bei mir ist als erstes. Ups. Ich habe jetzt gerade die Waffe in die Hand genommen. Weil ich aus Versehen auf die 2 gedrückt habe, anstatt auf das W. Dazu. Okay. So viel dazu. Zehn Züge. 10 bis 31 Schaden. Man markiert es mit Licht, dass es nicht unsichtbar werden kann. Sonst noch welche Vorteile? Wir machen den normalen Angriff. Ja? Sag mal! Das ist Nordkies. Ja, dann halt so. Ich habe aber zwei Leute, die nicht angreifen können in dieser Runde. Das ist schön. Kann ich irgendwas zaubern gegen den? Personen festhalten? Ist nicht humanoide genug. 104? Der hat eben noch weniger gehabt. Okay, das Ende ist jetzt böse, weil ich hier alles totalen Quatsch habe. Flüstern. Verängstigt. Das ist ganz gut.
kann sich nicht bewegen. Verängstigte Kreaturen sind außerdem Attributs- und Angriffswürfen im Nachteil. Kann sie nicht bewegen. Dann kann ich auch. Weggehen kann man nicht. Trotzdem leider ein Attributswurf. Alright, Karlak, it's go time. Karlak, it's go time. Und leider kannst du nichts machen, weil ich nur Quatsch geklickt habe. Ich kann nicht mal die Endaktion machen, weil ich das nicht zur Verfügung habe. Wir müssen Platz machen, dass wir da vorbeikommen. Let's end this. Let's end this, ja. Wir beschwören als erstes mal eine spirituelle Waffe. Ganz kurz, ist er gegen irgendwelchen Schaden besonders anfällig? Nee. Das ist anfällig gegen Feuerschaden, aber jetzt nicht gegen irgendeinen Waffenschaden. Wir segnen hier mal. Ich könnte auch das machen. Wenn ein Gegner auf ihn tritt. Das ist aber auch, wenn er schon drin ist. Ich will ihn verfluchen. Das oder komme ich nicht in die Nähe? Achso, wir können auch aussuchen, was. Nachteil auf Intelligenz, Nachteil auf Konstitution, Flucht, Furcht. Überspringt möglicherweise ihren Zug. Nachteil auf Stärke, Angriffsnachteil. Zusätzlicher Schaden. Nachteil auf Geschicklichkeit, Nachteil auf Charisma, auf Weisheit. Das ist ein Nachteil auf Angriff. Okay. Hat Spuren auf sich angewendet. Stoße giftige Sporen aus und setze eine Wolke schädlicher Dämpfe frei. 19. 1d6. Ist unwahrscheinlich. Okay, wir brennen alle. Unangenehm. Wie ist denn das genau passiert? Warum brennen wir alle? Wir haben die Konzentration darauf verloren, leider. Ich guck gerade, wie das hier. Wir gucken, wie das zustande kam. Warum das alles brennt. Naja, auch wurscht. So, wir hauen erstmal. Kann ich jetzt uns nicht erstmal heilen? Mit einem schönen massenheilenden Wort. Aber auch wenn wir noch brennen, Klingenbann und temporäre Heil. Mehr Lebenspunkte ist doch immer ganz nett. Victory awaits. Ja, ich muss jetzt mal wieder die Waffe anlegen, bevor ich überhaupt irgendwas machen kann. Sehr witzig. Weil ich ein Volldepp bin. Und noch benommen. So, Karlach. Hauen Sie zu. Ich würde sagen, wir zerfleischen auch nochmal.
ich kann auch hier hingehen. Das ist besser und dann was werfen. Wo sind die Hellebarde, die wir von dem Konstrukt haben? Da, sieht so komisch aus. Got it. Nice. Nothing important is ever easy. Man sofort anfängt zu brennen, wenn man dann nur so ganz kurz vorbeiläuft. So, ist noch so ein Sporenfreund oder was? Circle glut. I'm not sure I know how to eulogize a giant mushroom. Can we leave? Can we leave? Ich glaube ja. Können jetzt nochmal den Looten hier unsere Sachen wieder einsammeln. What a charmer. Yeah, what a charmer indeed. Dafür haben wir jetzt hergeführt, damit er hier durchdreht. La, la, la. So. Was haben wir jetzt für Aufträge denn noch? Finde den Pilzsammler. Will er mich verarschen? Das machen wir auf dem Rückweg dann. Haben wir auch schon längst gefunden. Still breathing, despite everything. Just a brief respite. Ich würde sagen, fahren wir mit dem Boot über den See. Wir haben die Quest von den Tiefen genommen. Und den Drow sollen wir ja auch da irgendwie zur Strecke bringen. Für unseren anderen Pilzfreund. Für unseren einzigen Pilzfreund. Vor allem jetzt der einzige, der übrig ist. Das kommt man da nicht hin. Hier oben lang. Can't afford to stay idle. No one stopped me yet. How much farther can I go? Ne, hier wollen wir hinten. Da unten ist sonst auch. Das ist sonst aber auch ein Wegpunkt. Aber ich gehe auch lieber zu Fuß. Wenn der Wegpunkt jetzt nicht arg weiter weg ist. Weggeworfenes Tagebuch. Haben Eisenfuß mit einem Fest überrascht. Keine Ahnung, wie dieser Idiot 150 werden konnte, aber ein Fest ist es sicher wert. Als er den Feuerschnaps sah, den wir gebrannt hatten, brach er in Tränen aus. Das ist die Wahrheit. Ich habe nur einen Becher von dem Zeug getrunken und spüre meine Zunge nicht mehr. Der Armleuchter hat das ganze Fass geleert. Mir ist schleierhaft, wie er es zur nächsten Schicht geschafft hat. Mina behauptete, ihn im Wagen zu brauchen, um Inventar zu bewachen. Die Höhlenwärterin tat, als hörte sie ihr Schnarchen nicht. Hat der Taube nichts ein Glück, dass ihr Herz so weich ist. Ich sollte schlafen. Soeben wurden Übungsschaufeln und Picken für die Jugend bestellt und ich muss das Zuchtholz noch schlagen. Wo bleibt bloß die Zeit? Verschmiertes Logbuch. Let's see what this does.
Ein Buch, in dem Aussehen und Qualität zahlreicher abgebauter Edelsteine beschrieben werden. Neben einer Skizze des Steins sind Gewicht, Farbe, Reinheit und weitere Merkmale notiert. Neben der Skizze eines Rubins von beachtlicher Größe findet sich ein unterstrichener Eintrag in zittrigen, hastig gezogenen Federkielstrichen. Cool, das aussieht mit dem Licht, was hier reinfällt. Oh, da muss ich schon gehen. Ich glaube, es ist ein gutes Zeichen. Also, vielleicht kein gutes Zeichen, aber es ist ein Zeichen. Ein Zeichen aufzuhören. Vorhin ja schon gesagt, ich ein bisschen müde bin. Das heißt, in der nächsten Folge werden wir hier mit dem Boot über den See fahren. Erwarten da mehr Duerger, erwarten einen Drow und viel Stress. Aber ich sag mal, wir schlagen uns ganz gut, von daher ist das sicherlich alles machbar. Und hier kann man auch noch ein bisschen, wenn man hier rüber hüpft, können wir vielleicht auf dem Rückweg hier nochmal schauen, was hier ist. Also, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Schaltet nächstes Mal wieder ein. Ja, ich denke, es wird spannend. Bis dann.